Tja, und ein herzliches Willkommen zurück zu der Schlacht um den Schattenpass. Nein, der Wildlandpass war das, genau. Muss jetzt gerade überlegen. Nein, Wildlandpass, genau. Nachdem wir jetzt hier einen groß angelegten Angriff ausgeführt haben und diese Vorstellung hier zerstört haben, sondern auch hier einen gewaltigen Teil, muss ich jetzt erstmal wieder ein bisschen Einheiten sammeln, bevor ich hier weitermachen kann. Deswegen, ja, erstmal hier ein bisschen Einheiten zusammenbekommen, bevor ich auf einen erneuten Angriffskurs gehe. Mal gucken. Aha. Aha, okay, das läuft schon mal sehr schön. So will ich das sehen. 20 Stück habe ich von denen, okay. Da ist aber noch Luft nach oben bei denen. Dann mache ich nochmal 10. Ich will nämlich unbedingt, dass ich einige von denen habe. Ich weiß nicht, wie viele Gegner jetzt noch auf mich warten werden. Aber mit denen kommt man auf alle Fälle durch. Noch mehr als mit den Klerikern, finde ich fast schon. Natürlich werde ich jetzt auch noch ein paar Kleriker hinzufügen, weil die beiden Einheiten miteinander verbunden, das ist unschlagbar. Wo habe ich denn die Fahne von dem Ding? Mann, ich hoffe, die rennen jetzt nicht alle da ganz weit vorne hin. Befehlt. Los, Schwestern. Befehlt. Los, so, ich denke, das müssten so alle gewesen sein. So, das. Warte mal. Bogen für die Rune. Ah, okay. Was soll ich tun? Okay. Leichte Verwirrung, aber jetzt bin ich, glaube ich, wieder im Bilde. Glaube ich. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. So. Von euch wollen wir ja auch ein paar machen. Ich glaube, das wäre kein Fehler. Ach. Ja. Was? Sehr schön. Jetzt brauche ich nochmal 5 und dann hätte ich ja schon mal 30 Bogenschützinnen wieder mal. Sehr schön. Wenn es so weitergeht, steige ich allein nur auf, weil die Gegner hier andauernd Wetter rennen. Vielleicht sollte ich auch nochmal den Titan machen. Der war richtig tanky, also mit dem konnte ich gut einen ganzen Schaden abfangen. Nochmal 5 Kleriker hinterher schicken. Ich glaube, ich brauche noch mehr Tempel des Lichts. So wie das. Alter Schwede, wie sie sich hier drängeln, ey. Alter Schwede. Aber gut, so will ich das auch sehen. Feine Geschichte. Jawohl. Augen offen halten. Hier. Ach so, die ackern hier schon die Bäume weg. Nicht ganz so wie geplant, aber na gut, was will man machen? Hm. 3000 Nahrung. Na gut, die habe ich ja auch bald. Ich meine, hier ist die Nahrungsproduktion mal so richtig im Gange. Pardon. So. Ja, also hier die Gegner, die scheinen nicht gerade wirklich viel Erfolg mit ihrem Plan zu haben, hier durchkommen zu wollen.
Guckt sie euch an, wie sie versuchen. Tja, es blieb bei einem Versuch. So, noch mehr Kleriker. Wie sieht's aus mit dem? Da müsste ja auch demnächst fertig sein. Siehe dort. Oh. Und zack, er ist fertig. Habe ich ein gutes Gespür gehabt. So gut, dann Abmarsch dorthin. Alter Schwede, wenn ich so angucke, was ich inzwischen schon alles aufgebaut habe. Die halbe Map gehört mir. Oh, Leia ist hier ein bisschen am Ausgehen. Mit diesen scheiß Bärensträuchern konnte man ja noch nie was hier anfangen. Die waren alle so winzig klein, dass sie sich überhaupt nicht gelohnt haben. Aber naja, waren ja in dem Moment so die einzigsten Sachen, mit denen ich Nahrung produzieren konnte. Von dem her, was will man machen? So. So, Tanky, du kommst jetzt mal hier vorne hin. Was nicht wahrscheinlich funktionieren wird, da die jetzt gerade alle so richtig schön in Angriffsmodus sind. Okay. Hm. Ich glaube, wir können wieder zu einer zweiten Runde aufbrechen, langsam. Na, ich werde, glaube ich, nochmal von beiden Einheiten 10 Stück machen. Also nochmal 10 Kleriker und nochmal 10 Windschützen. Schauen wir mal. Denn lieber habe ich ein paar Einheiten zu viel als ein paar Einheiten zu wenig, wenn ich dahin renne. Notfall kann ich dann wieder ein paar zurückbeordern, damit ich nicht ganz nackt dort vorne stehen muss. Ja, da. Hab ja auch genug Kleriker, die wo ordentlich einstecken, heilen sich gegenseitig. Von dem her, das sollte eigentlich nicht das Problem darstellen. Dann habe ich auch noch Heilhände, genau. Zumindest hier. Also die haben so ein bisschen geschissen jetzt, nachdem ich hier auch den Großteil ihrer Feuertürme erledigt habe. Wo bin denn ich eigentlich schon wieder? Da bin ich. So, einen kurzen Blick rüber gewagt. Ja, wir haben nur noch die Feuertürme im Hauptlager. Würde ich jetzt das da oben benennen. Und dann noch diese zwei Türmchen da, wo noch ein Weg war, wo lauter Türme waren, aber die sind ja schon sehr stark angehittet worden. Von dem her, pff, die machen es nicht mehr lang. So. Okay, ich glaube, mein Streitmacht ist doch wieder jetzt größer als, ja. Ich glaube, das kann man jetzt so belassen. Muss nicht unbedingt 10 sein. Ich meine, 62, das ist die Gruppenstärke, die ich vorhin hatte. Ungefähr die Gruppenstärke, die ich vorhin hatte. Tot. Wo bin denn eigentlich ich schon wieder? Ich sehe mich einfach nicht in den Gewühle. Ah, doch, da bin ich. Vorwärts. So, dann blasen wir zum letzten Angriff. Schnell. Alter Schwede, ich mache ja auch ganz schön Schaden, ey. Krass. Hatte ich jetzt nicht gar nicht erwartet, wenn ich ehrlich bin, dass ich so viel Schaden mache. So. Oh mein Gott, nicht so weit vorrennen, du Depp! Boah, ich hasse es einfach. Ja, das war klar.
Also bei denen, dass da ein paar abkratzen, das war zu erwarten. Da bin ich. Oh, meine eigenen Männer halten mich gefangen. Und du chillst dort hinten dein Leben, oder was? Na, immerhin, es ist nur einer gestorben bis jetzt. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Der Greif wartet, das ist gut. Der Greif, der darf jetzt weiter angreifen. So. Flieg mal in diese Richtung. Oh, dass da so viele von diesen scheiß Beschwörern, also von diesen scheiß Feuerteufeln hier sind. Das ist ein bisschen nervig. Wo bin denn... Ah, da ist meine Wenigkeit, sehr schön. Los, mach mal das Gebäude, den Erdboden gleich. Ich helfe dir auch dabei. Perfekt. Kommt mal hier hoch, Mädels. Oh Mann. Alter, ich krieg diesen blöden Scheiß Dingen nicht angevisiert. Wo bin ich? Wo sind die? Oh, ich renn da voller Rotz rein. Hilfe. Alter. Was ist das denn bitte schön für ein Scheiß hier, bitte? Komm nicht dazu, die scheiß Ding auszuwählen. Ach du Scheiße. Ich muss hier raus. Sieht es noch gar nicht mal so schlecht aus. Aber wir werden weniger. Bedrohlich weniger. Das liegt daran, dass ich die scheiß blöden Gebäude nicht richtig an. Ah, jetzt habe ich den einen gekriegt. Den anderen kriege ich auch ziemlich gut. So. Das sind die Gebäude, also diese scheiß Feuertürme loswerden. Die machen mir die ganzen Leute kaputt. Puh. Sieht aber gut aus. Wir machen sie fertig. Jungs und Mädels. Bleibt stark. Das Wichtigste ist zuerst, wir müssen alle Türme hier zerstören. Danach haben wir freie Fahrt. Also soweit freie Fahrt. Okay, sieht gut aus. Okay, Rückzug. Rückzug. Euch ziehe ich jetzt mal bis hierher zurück. Das ist nämlich nicht ganz so weit weg. Und ich kann auch meine Einheiten da schneller hin beordern. Tatsächlich noch 5. So, 3, 4, 5. So. Alter, die rennen uns tatsächlich bis hierher. Ich glaub's nicht. Bin ich eigentlich schon wieder. Muss ich, glaube ich, ein bisschen mithelfen jetzt.
hier jetzt gleich auch mal ein Wölfelein. Aber gut, wir waren jetzt schon im Lager drinne von denen. Das ist schon mal ein sehr guter Anfang. Aber alter Schwede. Ey, die haben da drin ja Dutzende. Ey, guck dir das mal an, wie viele die danach produzieren auf einmal. Die spinnen doch. Der Weg ist ganz schön weit für die zum Laufen, aber so ist es, Alter. Ich kann da jetzt keine Rücksicht mehr nehmen. Wie viele? Ah, gut, okay. Oh, da ist ja noch eine Kiste, die ich öffnen kann. Schauen wir mal, vielleicht ist da was Hilfreiches drin. Wenn es nicht so viele von diesen scheiß Feuerteufeln wären. Mensch. Oh, oh. Immer auf die Kleinen, ne? Aber selbst die kriegt ihr nicht kaputt. Sehr schön. So will ich das sehen. Puh. Okay. Fünfer Squad. Kleriker ist auch angetroffen. Wohin soll ich gehen? Okay. Ich glaube, hier kann ich demnächst auch mal ein paar abziehen. Ich brauche aber noch mehr von den Eisbogenschützenden. Mache ich noch mal 5. Ein Bogen für die Rune. Dann komme ich auf einen guten Wert zurück. Alter, die produzieren tatsächlich immer wieder neue Abwehreinheiten hier. Das gibt's doch nicht. Ich meine, blöd ist es ja nicht. Die fangen nämlich jedes Mal meine eigenen Einheiten ab und dezimieren die leicht. Befehlt. Jetzt zwar nicht so viel, Befehlt aber... Segen. Ja. Wohin soll ich gehen? Okay. Ich höre. Oh. Naja, gut. Huch, da wollte ich eigentlich gar nicht hin, sondern dahin. Okay, jetzt laufen da nochmal 5 und jetzt nochmal 4. Dann sollte das wieder eine schöne gerade Zahl geben. Und hier machen wir statt 5 6, dann sollte das eigentlich auch funktionieren. Okay. Nun gut. Ja, die Hauptstelle von denen, die scheint durchaus durchschlagskräftiger zu sein als erwartet. Da werde ich wohl doch ein wenig was Größeres in Angriff nehmen müssen, was meine Truppenstärke angeht. Machen wir mal hier direkt eine Heilhand hin. Dann haben sie eh schon geschissen. Wohin soll ich gehen? Da wo der Geschner ist. Ich höre. Na, mal kommen da noch ein paar. Naja, da kommen noch ein paar. Es ist gut, dass die da entlang laufen. Da kann ich schön das Zeug einsammeln, was ich vorhin vergessen habe. Ein Wolf mehr oder weniger ist jetzt nicht so wild. Oh mein Gott, Alter. Es. Boah, diese Feuerteufel gehen mir vielleicht auf den Piss, Mann. Das glaubt ihr nicht, wie mir die gerade auf den Sack gehen.
glaube, ich mache gleich nur noch von diesen Bogenschützen, ey. Die machen mir meine ganzen Kleriker andauernd am Arsch. Und die Hand streckt sich in die Höhe. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Kleriker ich jetzt noch habe, aber es sind wahrscheinlich nicht mal so viele. Naja, recht wenige. Okay, ihr Kleriker, ihr kommt jetzt mal dort hinten hin. Und zwar alle. Ja, genau, alles klar. Will ich das auch hören, dass alles klar ist. Hä? Elend Segen. Oh. Gebäude wurde errichtet. So. Seid auf der Hut. Euch ziehe ich jetzt mal ein bisschen zusammen. Befehl, vorwärts, Schwestern. Na, weg mit dir. Hier bin ich. So, und direkt noch eine zweite. Oh mein Gott, die haben mir wirklich mein... zweiten Wolf und mein zweites Skelett abgeschlachtet. Ich glaub's nicht. Hm. Ich brauche auf alle Fälle noch mehr Kleriker. Dass ich zumindest 20 Stück oder so habe. So. Aber ein gutes hat es. Die scheinen momentan echt ein bisschen in die Bredouille dort oben zu kommen. Oh, eiserne Soldaten haben sich... Oh, fuck. Oh, ich sehe aber eh gerade, dass es wieder mal Zeit ist. Und ja, ich denke, wir haben Gutes geleistet. Also wir haben inzwischen leicht angeklopft. Wir haben die beiden Türmchen hier weggekriegt, was ein großer Fortschritt ist, wie ich finde. Und jetzt müssen wir nur noch die beiden wegbekommen. Dann haben wir schon mal ordentlich was geleistet für diese Folge. Und in der nächsten Folge hoffe ich dann, dass wir dann endlich dieses Lager dort oben den Erdboden gleich machen. Tja, und bis dahin, bis zur nächsten Folge. Ciao.